Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Cattle and Crops. Schön, dass ihr dabei seid. Und zwar sind wir mittlerweile, ich steige mal aus, dann seht ihr das direkt, der Early Access Version 0.1.5. Das ist der Grund, warum ich heute alle anderen Folgen, die ich schon aufgenommen habe, freigeschaltet habe und diese auch direkt heute noch rausgebe. Einfach, dass wir mit der aktuellsten Version arbeiten. Ja, bevor ich über die Änderungen sprechen möchte, eine schlechte Nachricht, und zwar die Version 0.2, die beinhalten soll, dass weitere Getreidefrüchte geerntet werden können, ist erstmal auf Mai verschoben, zumindest laut Timeline. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen, wann im Mai und wo. Ich hatte auch gehofft, dass es nächste Woche danach kommt, aber ja, das muss ich leider zurzeit nach der jetzigen Situation, was ich gefunden habe auf der Timeline von Cattle and Crops, verneinen. Ja, was ist neu? Es ist jetzt neu. Wir gucken einfach mal rein. Ich habe es mir selber auch noch nicht angeguckt. Und zwar, dass wir jetzt bei den Aufgaben wohl Sachen speichern können. Neue Aufgabe. Bild. Ah, hier unten. Da können wir dann den Hagen als Vorlage nehmen. Und zwar kann das dann gespeichert werden, wer welches Fahrzeug und was es machen soll. Und dann kann man das wahrscheinlich hier oben über die Vorlage dann auswählen. Ja, ich bin gespannt, wie es aussehen wird. Zurzeit muss ich ja selber noch das Feld hier abernten. Ja, ein paar Bugfixes gibt es noch, aber sonst habe ich jetzt nichts, ja, Essentielles, was sich da geändert hat. Wenn wir irgendwas feststellen, dann werden wir das natürlich hier auch zur Genüge kundtun. So, hier, das hat er ja schon gemacht, ne? So. Jetzt müssen wir als erstes gucken, ob der Fuß unten ist. Ne, der Fuß, genau. Seht ihr? Hier. So. Können wir nämlich jetzt losfahren. Der Fehler, den ich in der letzten Woche hatte. Das ist mal ganz anders. Jetzt klappt er auch weg. Einmal den Flug abhängen und wieder anhängen. Und jetzt müssten wir eigentlich. Jetzt können wir fahren. Sehr gut. Ja, das letzte Stück, was der Helfer ja beim letzten Mal nicht so ganz, ich weiß nicht, das lag vielleicht auch an mir, nicht so ganz geschafft hat. Ich weiß auch nicht, wer hier durchgefahren ist, welche Rampensau. Scroll mal ein bisschen raus, um mehr zu sehen. Jetzt ziehen wir nur die Linie hier gerade. Haben wir zum Glück den großen Flug. Ja, Flügen ist hier so das Hauptthema. Was mir auffällt auf der rechten Seite, dass jetzt die Sachen auch wirklich grün markiert sind, die aktiviert sind. Das glaube ich ist neu. Das wäre mir vorher, glaube ich, aufgefallen. Ja, es hätte gepasst, wenn jetzt das nächste Woche noch gekommen wäre. Denn, okay, da ist nicht geflügt, deswegen kann ich nicht durch. Denn dann hätten wir die Felder, die wir jetzt vorbereitet haben, natürlich schon bestellen können. Einmal drehen. Hier merkt man es wirklich ganz gut, dass der Flug falsch rum ist. Weil ja dementsprechend auch der Gruber dann auf der anderen Seite ist. Halt, was habe ich jetzt gemacht?
Das stand da. Ich weiß nicht warum. Irgendwie hatte er Probleme. Jetzt fährt er weiter. Ja, ich hoffe, dass ich noch die Tage dann oder heute es schaffe, natürlich noch die Folgen für nächste Woche aufzunehmen. Da es ja jetzt leider amtlich ist, dass die nächste Version nicht kommt, kann ich auf jeden Fall die Woche noch aufnehmen. Bin mal sehr gespannt, für wann es angekündigt wird. Ich habe es immer im Auge. Ich schaue fast alle 2 Tage mal rein, um das dementsprechend auch für euch dann zusammenzupacken als Information. Aber natürlich auch für mich. Es interessiert mich halt sehr, wie es hier weitergeht und wann. Ja, es kam auch Kritik auf das. Ja, Kritik. Na doch, es war Kritik. Kritik ist ja nicht immer nur negativ, wobei es war so gemeint. Und zwar, ich würde zu wenig reden. Ich soll mir Sachen, ja, ausdenken. Aber ich bin halt kein Mensch davon, dass jetzt irgendwie ein Skript zu schreiben, um euch hier mit belanglos, was mich nicht interessiert. Also was mich interessiert, das wisst ihr genau, das rede ich auch gerne drüber. Wenn ihr aber Themen habt, die euch interessieren, die mal in ruhigen Minuten dann gerne angesprochen werden können, dann haut die raus. Also ich hatte damit kein Problem. Natürlich ist es einfacher im Livestream, aber noch viel einfacher ist es natürlich, oder nicht noch viel einfacher, sondern es ist auch möglich natürlich, dass wir Themen im Video anschreiben und das dann als Diskussion unter dem Video nutzen. Also wenn ihr Lust habt, einfach raus damit. Es wird langsam dunkel hier, ne? Das ist 15 Uhr eigentlich. Und der Schatten ist so tief. Wahrscheinlich liegt er am Winter. Okay, jetzt sehen wir erstmal, was der Helfer wirklich hier in der Arbeit geleistet hat. Also wir ackern uns hier schon durch, ne? Ja, dann kam auch nochmal die Frage auf, warum ich schon so viel Geld habe auf Candle & Crops. Ich weiß nicht. Ja, es ist mir auch peinlich. Also, ich mag es ja eigentlich gar nicht. Ich finde es dann aber jetzt schon okay. Und zwar ist das so entstanden, ich nehme ja noch parallel die Mods auf und wollte einfach in einem zweiten Speicherstand Geld cheaten, damit ich die Geräte dann immer mieten oder kaufen kann, um sie zu zeigen. Das Problem ist aber, bei Candle & Crops arbeitet man zwar über verschiedene Speicherstände, aber das Geld ist immer das gleiche. Wenn man, ja, das ist nämlich der Punkt, wenn man das gleiche Profil benutzt. Du musst halt vorne einen anderen Bauern wählen, sage ich mal, um dann Geld zu cheaten. Und das habe ich halt zu spät herausgefunden. Ich war wirklich jetzt im Dialog mit Candle & Crops. Laut jetziger Aussage, ich glaube es nicht so recht, aber es ist wahrscheinlich natürlich die Leute, die im Kontakt mit uns sind, nicht unbedingt die, die es entwickeln, ist es zurzeit nicht möglich. Es gibt wohl keine TXT-Datei irgendwo, um das Geld wieder zu ändern. Es gibt nur diesen einen Befehl, um diese 10 Millionen halt zu bekommen. Und ja, jetzt habe ich natürlich einen zweiten Spielstand gemacht, oder einen Speicherstand gemacht für das andere, unser Hans. Aber hier sind jetzt die, ja, es waren 10 Millionen, jetzt 8 Millionen. Dann habe ich halt gesagt, das ist ja auch in den Videos alles zu sehen, dann lasst uns das Geld nehmen und jetzt mal ein bisschen zum Beispiel Flottenmanagement hier testen und die Helfer testen, was ja jetzt gerade auch rausgekommen ist. Wir haben ja 2 wieder eingestellt, sogar Vollzeit. Und von daher, ja, so ist es halt entstanden, dass ich jetzt, ja, die 8,8 Millionen noch habe. Aber wir haben auch schon nicht wenig Bullen, ne? Das habt ihr ja in den letzten Folgen gesehen. Also ich habe da ordentlich gekauft. Ich weiß nicht, ob wir schon wieder kaufen können. Nee, zurzeit können wir nämlich nicht kaufen. Und das ist auch das Schöne. Wir können hier wirklich in die Tabs reingucken, auch wenn er fährt. Ja. Das sind halt manchmal Kleinigkeiten, die einfach dann, ja, ihr kennt es ja beim LS, da habe ich ja das Multi-Overlay-Hub, was mir da so ein bisschen abnimmt, dass ich während der Fahrt schauen kann. Ich bin halt gerne ein Kontrolletti, also ich habe gerne alles unter Kontrolle, was ich plane. Und das ist ja hier jetzt auch der Fall. Wenn ich jetzt hier halt zu meinen Fahrzeugen gucken will, dann kann ich, und er fährt weiter. Wenn ich zu den Tieren gucken will, kann ich's.
Die Frage ist, ob das Zeit genug ist, aber noch haben wir ja keinen Helfer, der wendet oder sonst, also kein GPS oder so, kein Tool. Helfer haben wir natürlich schon und ich finde, die Helfer machen ihre Arbeit gut. Also der hat wirklich das Feld hier vorne. Ich weiß gar nicht mehr, was das Problem war, warum das Ende halt oder hier das nicht so. Aber da habe ich gesagt, das mache ich halt, weil er hat die Ränder hat er sonst noch richtig gut gemacht. Und ja, mit dem, wenn wir jetzt, ich weiß nicht, ob wir jetzt auch wirklich hier Gras drauf machen sollten. Ich denke mal, wir werden es vielleicht noch mit Gülle tanken, falls wir so viel Gülle haben. Also das, was wir noch düngen mit Gülle, das fände ich noch ganz cool. Würde ich dann natürlich auch die Helfer machen lassen. Und der Grupper hier, der hätte ein bisschen breiter gekonnt. Das wäre so mein einziger Kritikpunkt. Ansonsten finde ich den Flug richtig gut. Ich glaube, ich habe sogar 5 Sterne gegeben. Einfach, weil ich es ja in der Vorführung nicht so richtig gemacht habe. Ich wusste aber, dass es an mir liegen kann und wird. Weil Flüge und ich, das sind nicht so zwei Paare, die sich wirklich verstehen. Ja. Ja, macht es ganz gut, wirklich. Ja, was haben denn noch geschrieben? Parallelarbeiten, weitere Getreide-Updates. Also, genau, die arbeiten noch an dem Getreide-Update. Und dann kommen Mähdrescher, Saateinheit und der Hammer Born King. Ja, natürlich, man braucht, wenn man andere Getreidesorten hat, braucht man natürlich einen Drescher, den haben wir noch nicht. Wahrscheinlich auch ein Drei-Seiten-Kipper, da stand nämlich auch irgendwo was von, dass die da an der Technologie arbeiten. Fürs Bier- und Entladen. Ja, und wir brauchen eine Sämaschine natürlich. Dafür. Und von daher. Warum geht das denn jetzt auf einmal so schnell? 16. Oh, okay. Ich spule mal ganz kurz vor. Ich will hier echt nicht so, weil ich mag das nicht so. Der Winter ist vorbei bei uns hier. War lang genug dunkel. Ach, hier geht es auch noch schneller. Jetzt regnet es auch noch. Muss man auch nicht haben. Oh, Entschuldigung. Ich glaube, ich nicht so schnell ausbekommen jetzt. Weil ich bin seit Tagen mit einem, ja, Halsschmerzen und Husten dran. Ich denke, man hört es auch an der Stimme. Man selber hört sich ja selber nicht so wirklich. Ja, der fährt ganz gut. Wenn man dagegen meinen Bus-Simulator, den Fernbus-Simulator nimmt, wenn ich mal Außenfotos mache, dann. Naja, sind aber auch andere Geschwindigkeiten, ne? Da habe ich jetzt übrigens gehört, wobei das werde ich natürlich im Bus-Simulator auch mal erklären. Das ist natürlich auch schon länger ein Gerücht, aber Fernbus-Simulator ist natürlich für mich jetzt auch neu auf dem Kanal und in meinem Kopf, dass es da ein DLC-Bundesliga geben soll, wo man sich als Bundesliga oder als Busfahrer noch um die Vereine kümmert und Hotelzimmer und wenn die zu teuer sind, dann ärgert es den Manager. Sind die zu günstig, ist die Mannschaft sauer und und. Das wäre echt ein cooles DLC, wenn das kommen wird. Das ist jetzt übrigens auch das Problem. Man haut natürlich dann alle Themen in die erste Folge, die man aufnimmt an dem Tag. Und dann schaut ihr euch natürlich dementsprechend die Tage später eine andere Folge an oder die fortlaufende. Und dann schweigt der Steffen. Aber dass er natürlich vorher schon alle Themen durchgekaut hat, oh, ne, durchgekaut kann ich nicht sagen, sondern angesprochen hat, weil ich habe hier kein Skript liegen, ich habe hier keinen Themenzettel, was gehe ich durch, sondern ich habe hier wirklich nur meinen Kopf. Okay. Ja, so. Also seht es mir wirklich mal nach, wenn es irgendwann nur eine stillere Folge gibt. Dann wird es auch mit Sicherheit wieder eine geben, wo es geredet wird.
Und was auf jeden Fall cool ist, dass ihr mittlerweile wirklich sehr gut in Interaktion mit mir getretet, über die Kommentare, über den Chat sowieso im Livestream. Und das freut mich sehr, weil das macht natürlich auch so ein Stream, so ein. Der Tee ist falsch. So eine Aufnahme lebendig, ne? Wenn ich Themen ansprechen kann, wenn ich euch ansprechen kann, wenn ich nicht fiktiv über irgendjemand reden muss. Und von daher vielen, vielen Dank. Ja, vor allem auch wieder, es sind wieder zahlreiche hinzugekommen. Ich gucke mal ganz aktuell, wir haben jetzt Samstag zum Aufnahmetag, also die Folge bringe ich ja heute noch raus, also gleich sind wir, wenn ich drauf drücke, ein bisschen gegenlenke, sind wir 825 Nutzer. Und es ist nicht, Rüde hört sich nicht viel an, weil wenn wir es jetzt mit den Millionen vergleichen, aber wenn wir schauen, wo ich vor einem Monat war, oder sogar vor, ja, anderthalb, ja, das ist ein riesen, riesen Dank. Also teilt ruhig weiter die Videos, drückt den Like-Button und schaut euch die Videos an. Somit unterstützt ihr mich am meisten. Und ich freue mich über jeden, der dazukommt. Und wir bauen den Kanal weiter aus. Ich unterhalte euch und ich freue mich, wenn ihr es mögt. Also ich bekomme wirklich sehr viele gute Kommentare, wie weitermachen und lest euch alle durch. Die stehen ja unten drunter und es ist nicht mehr einzeln teilweise, also dass es nur vereinzelt sind, sondern teilweise unter vielen oder jedem Video. Ja, einfach mal ein riesen Dankeschön an euch. Mal drehen. Wir sind schon wieder bei 16 Minuten. Das hatte ich auch noch überlegt. Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob meine Folgen zu lang sind. Ich habe ja in der Regel also mindestens 20 Minuten oder länger. Es gibt YouTuber, ich schaue ja selber auch YouTube, ne? Den McManus als Beispiel jetzt. Da sind die Folgen 15 Minuten. Er wird seinen Grund haben. Und ja, wenn es wirklich begründet ist, wenn ihr sagt, 15 Minuten, das ist schon lang genug für mich als Folge, das kriege ich, mehr kriege ich nicht hin, schreibt es gerne mal in die Kommentare, ne? Einfach so als Feedback für mich. Ich mache da jetzt keine Umfrage, weil viele nehmen da gar nicht teil. Wenn ich das i oben in die Ecke klatsche, da geht kaum einer drauf, dann ja, weil der Umfrage für die 700er Abo-Spezial, das müsst ihr euch mal überlegen, das 700er Abo-Spezial, wir sind schon bei 825, das hat kaum einer mitgemacht. Wir hatten nachher zwei Stimmen, was genau 1-1 war, sodass wir 50-50 aufteilen konnten. Und daher zählt natürlich bei sowas jede Stimme. Sehr schön, das Feld 3 haben wir auch fertig. Und das in nur einer Folge. Sehr genial. Ob wir noch eine schöne Thumbnail hinbekommen. Jetzt machen wir wieder die Hub an, den Hut an. So, ich mache heute mal bei 18 Minuten Schluss, weil es passt ja gerade. Wir sind hier wirklich am Ende. Einmal noch auf. Na toll, den haben wir jetzt nicht hier. So. Minimieren. Nee, das war vorher nicht so. Also, das ist neu. Was er denn jetzt? Irgendwas mache ich hier. Ah, ne. Also, machen wir mal zusammen und dann gucken wir mal, was macht. Ja, und mit dem schönen Bild verabschiede ich mich von euch. Schreibt gerne mal in die Kommentare über alles, was wir heute gesprochen haben. Themen, die euch interessieren. Und ja, ich verspreche es. Wir werden es ansprechen. Vielleicht warte ich sogar mit der nächsten Aufnahme. Jetzt werde ich erstmal die Folge hochladen. Das heißt, wir haben jetzt 13 Uhr. Ich hoffe, ab 14 Uhr könnt ihr dann auf die Folge zurückgreifen. Und ich hoffe auch, sie geht nicht unter in den anderen Folgen, die ich jetzt freischalten werde. Bis dahin. Tschüss.